Hey Freunde, ich bin's wieder, René von Calls4U und heute sprechen wir mal über das Thema, was nämlich echt nervig ist, Cyanus. Grund dazu ist halt ganz einfach, dass aktuell in meinem Aquarium Cyanus sind und ich halt keinen Bock darauf habe. In den meisten Fällen sind sie nicht schlimm, aber es kann doch echt zu einem Problem werden. Und darum, wie man die erkennt, was wir dagegen machen, darüber sprechen wir heute mal. Damit wir die ordentlich bekämpfen können, müssen wir zum einen erstmal sicher gehen, sind das Cyanus? Und aber auch, was ist die Ursache dafür? Und deshalb ist es wichtig, erstmal zu identifizieren, ob das tatsächlich Cyanus sind. Manchmal kommt es auch einfach zu der Verwechslung, dass es eigentlich gar keine Cyanus sind, sondern Dinos. Und dann ist die Vorgehensweise wieder etwas anders, weil wir halt verschiedene Ursachen haben, Gründe, warum die entstehen, warum die da sind und wie wir sie loswerden. Die einfachste und sicherste Methode, um Cyanus zu identifizieren, ist einfach unter dem Mikroskop. Unter dem Mikroskop erkennt man euch so eine fadenförmige Struktur. Oft kommt es halt einfach zu der Verwechslung mit Dinoflagellaten, also Dinos, weil die halt optisch so mit dem normalen Auge ziemlich ähnlich aussehen wie halt Cyanus und halt auch das Verhalten eigentlich sehr ähnlich ist. Tagsüber entstehen, werden die sichtbar und abends verschwinden die. Wenn kein Licht da ist, verschwinden die aus dem Aquarium. Das ist nämlich der zweite Faktor, wie wir die identifizieren können, dass das Cyanus oder halt zumindest Dinoflagellaten sind. Der absolute Hinweis ist halt unter dem Mikroskop die fadenförmige Struktur. Dinoflagellaten sehen eher aus wie kleine Eier, die dann halt wie Autoscooter spielen. Die bewegen sich aktiv darunter, währenddessen halt Cyanus auf Platz sind. Eine andere Variante ist das Einlegen in einem klaren Alkohol. Einfach Schnaps, Wodka und dann halt so ein Büschel rein. Und wenn sich der dann rot verfärbt, dann handelt es sich häufig um Cyanus. Es muss nicht immer sein, dass sich das rot verfärbt, es kann trotzdem Cyanus sein. Deshalb sage ich, die einzig hundertprozentige Variante ist halt das Mikroskop. Es kann viele verschiedene Gründe geben, warum Cyanus sich entwickeln. Die sind quasi eh immer latent im Aquarium vorhanden, aber sie brechen nicht aus, sie sind nicht sichtbar und damit halt auch kein Problem. Das Problem kommt ja erst, wenn die sich halt zu einer Matte bilden, die sich halt auch über Korallen legen können und denen so einfach auch das Licht klaut, dass die Koralle einfach gar keine Photosynthese betreiben kann und sich nicht weiter ernähren. Es gibt verschiedene Ursachen. Oft sind es ein Ungleichgewicht in den Nährstoffen. Oft sind es aber halt auch Ablagerungen auf dem Gestein, im Bodengrund. Und da bilden die sich halt vorzugsweise, weil die halt einfach die Fähigkeit haben, im Gegensatz zu den Korallen, Nährstoffe direkt aus dem Substrat zu rekrutieren, da rauszuziehen und sich dadurch zu ernähren. Und nicht nur darauf angewiesen sind, was im Freiwasser ist. Deshalb ist halt auch der Ort, wo sich die Cyanus befinden, immer ein guter Hinweis darauf. Meiner Erfahrung nach ist es halt häufig ein Ungleichgewicht in den Nährstoffwerten oder aber halt, ich sag jetzt einfach mal Gammelecken, wo sich Mulm absammelt im Bodengrund, wenn der nicht ordentlich gepflegt wird oder halt auch in Ecken von Steinen, das kommt auch häufiger vor. Wenn die Bakterienkultur da noch nicht stark genug ist, dann gewinnen halt einfach die Cyanus die Übermacht und sie brechen aus. Cyanus sind ja ziemlich nervig, die sind einfach nicht schön anzusehen. Zumindest finde ich das. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, die gefallen mir, mich stört es nicht. Mich stört es und zu einem wirklichen Problem werden sie halt erst dann, wenn die so einen dichten Teppich bilden, der sich über die Koralle drüber legt und wie gesagt, die Koralle keine Photosynthese mehr treiben kann. Dadurch, dass wir jetzt schon ein paar Ursachen angesprochen haben, wissen wir halt eigentlich auch ziemlich klar, was wir dagegen machen können. Nährstoffwerte ins Gleichgewicht bringen, sei es entweder durchs Reduzieren oder Erhöhen. Das Verhältnis zwischen Nitrat und Phosphat muss halt einfach stimmen. Das macht es halt den Cyanus schwierig, sich durchzusetzen. Dann natürlich halt Gammelecken entfernen und die Wasserwerte ins Lot bringen. Den Boden mal mit einer Mulmglocke durchzusaugen, die Cyanus abblasen, das ist nämlich etwas, was sie gar nicht mögen. Wenn die regelmäßig gestört werden und immer wieder entfernt werden und halt auch die Nahrungsquelle entzogen wird, dadurch, dass wir halt den Mulm von den Steinen wegblasen, den Bodengrund durcharbeiten, haben die Cyanus keine Nährstoffquelle mehr und verschwinden mit der Zeit. Eine weitere Möglichkeit ist es halt auch, das Licht zu reduzieren. Ich weiß, viele sagen, Licht komplett ausmachen für ein, zwei Tage und ja, es funktioniert, aber es stresst natürlich halt auch die Korallen sehr und deshalb bin ich eher der Freund davon, das Licht nur zu reduzieren und dann gehen die halt auch langsam zurück, währenddessen halt die Korallen nicht so sehr gestresst werden, weil die halt ein paar Tage
wiederum keine Photosynthese betreiben können, weil die kein Licht bekommen. Zudem unterstützen natürlich halt auch entsprechende Tiere uns dabei, dass wir gar keine Cyanus mehr bekommen. Wenn wir halt ordentlich genügend Tiere haben, die den Bodengrund ordentlich durcharbeiten, Detritus fressen, Futterreste fressen, so dass sie sich halt dort gar nicht erst großartig ansammeln können, vergammeln können, dann ziehen wir damit den Cyanus die Nährstoffquelle und können halt so auch wiederum schauen, dass sie sich nicht massenhaft vermehren. Eine andere Vorbeugungsmaßnahme ist: Pflege einfach dein Aquarium, das Normalste der Welt. Es ist doch, wir machen das doch alle, weil wir Spaß daran haben. Und deshalb ein bisschen Pflegearbeit gehört mit dazu. Und gerade wenn du einen Bodengrund hast, den halt auch mal, wenn du es regelmäßig machst, ein bisschen durchwühlen, einfach mit einer Mulmglocke, mit einem Stäbchen. Dadurch kannst du auch die Hand nehmen, um halt so den Dreck aus dem Bodengrund ins Wasser zu schaffen, damit der es überhaupt zum Abschäumer, zur Filterung schafft. Natürlich wunderbar, wenn dann halt noch ein Fließfilter mitläuft, weil der direkt die ganzen Partikel aus dem Wasser rausholt. So, ich hoffe, dieses kurze Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, den Kanal abonnierst und das nächste Mal wieder einschaltest. Wir sehen uns, euer René von Corals4U. Ciao, ciao!